Willkommen zum Einbau und zur Konfiguration des MiniDAT Web eBasic. Je nach Bestellung wird das MiniDAT Web eBasic in verschiedenen Ausführungen geliefert. Hier sehen wir den Einbau in eine Scherenbühne. Für die Anbringung hat sich in der Regel doppelseitiges Klebeband bewährt. Eine Befestigung mit den eingelassenen Schrauben ist aber ebenfalls möglich. Bei Einsatz des doppelseitigen Klebebandes das Gerät auf fettfreiem Untergrund kräftig andrücken. Der Anschluss des Gerätes an die Elektronik geht aus der mitgelieferten Anleitung hervor. Hier wird die mitgelieferte Stabantenne innen eingesetzt. Je nach Bedarf liefern wir Ihnen auch eine Außenantenne. Die GPS-Maus sollte verdeckt, aber mit freier Sicht zum Himmel eingebaut werden. Der Einbau unter Metall ist nicht möglich. Das MiniDAT Web eBasic wird per Feinsicherung mit der Versorgung der Scherenbühne verbunden. Nach dem Abdecken der Elektronik und dem Schließen des Arbeitsgerätes ist der Hardware-Einbau schon erledigt. Nun folgt die Einrichtung des MiniDAT Web eBasic im Internetportal Observando. Nach der Anmeldung kann das MiniDAT Web eBasic der Maschine zugewiesen werden. Neukunden bekommen die Zugangsdaten per E-Mail zugesandt. Gehen Sie in die Maschinenparameter und tragen Sie statt der vom Werk eingestellten Seriennummer Ihren Maschinennamen ein. Benennen Sie die Ein- und Ausgänge. Unter Geräteparameter wählen Sie die Maschine anhand des vorher vergebenen Maschinennamens aus. Nach Eingabe der Betriebsstunden senden Sie alle Einstellungen an die Maschine, die nun mit dem MiniDAT Web eBasic verknüpft ist. In den Service-Einstellungen können Sie jetzt die Wartungsintervalle hinterlegen, sowie in der Maschinenakte die erledigten Arbeiten eintragen. Dokumente wie Datenblätter, Serviceberichte oder Schadensfotos können abgespeichert werden. So haben Sie diese bei Bedarf auch direkt auf der Baustelle an der Maschine zur Verfügung. Hier nun einige Beispiele für die Daten aus dem MiniDAT Web eBasic. In der Maschinenübersicht sehen Sie alle Maschinen sowie den aktuellen Maschinenstatus. Die Maschinenposition zeigt Ihnen den aktuellen Standort einiger Maschinen des Kunden. Auf der Satellitenansicht sehen Sie auch die Beschaffenheit des Geländes. Die Übersicht der Wochendaten zeigt Ihnen auf Wunsch den aktuellen Batteriezustand und die Arbeitszeiten der Maschine, die tabellarisch und grafisch dargestellt werden. In der Tagesdatenübersicht bekommen Sie eine detaillierte Kanalanzeige. Sie können auf einen Blick Batterieladezeiten oder Überlastzustände erfassen. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns Ihre Fragen per E-Mail.